Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls heute für Mittwoch, den 30.12.2020. Wow, das Jahr geht jetzt, ich sag's ja jeden Tag, aber jetzt ist ja wirklich, morgen ist schon Silvester, ist der Wahnsinn, auch wenn dieses Jahr ein anderes Silvester ist, aber gut, anderes Thema. Ja, herzlich willkommen zu eurem Tagesimpuls hier mit den Lennys heute. Ich habe drei Lenny-Karten gezogen, drei Botschaften. Entscheide ich wie immer ganz aus dem Bauch heraus, spontan am besten, ob es die erste, zweite oder dritte Karte sein darf oder natürlich auch mehrere Botschaften. Ist ja oftmals so, dass sie aufeinander aufbauen und ja, man sich aus allen Botschaften auch was nehmen darf und auch kann. Ne? Das ist auch manchmal, und wenn man halt offen ist, dann ist es sowieso nochmal dreimal schöner, ne? Wenn man dann auch alle drei genommen hat. Aber gut, wir schauen uns die Botschaften an. Was möchte uns heute am 30.12. nochmal die Lennemore-Karten uns dann wirklich sagen? Ich fange mit der ersten Karte wie immer an. Oh, die Blumen! Ja, und wenn man ein großes Blatt schon mal öfter sieht, wenn ich das große Blatt lege oder die Wochenorakel mache oder Monatsorakel. Die Blumen sind der Hammer. Ja, die Blumen sind alles, wirklich alles, 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 was uns erfreut im Leben. Und das kann wirklich einfach, wenn wir morgens aufwachen und wir durchgeschlafen haben und einfach glücklich sind, dass wir nicht nachts wach waren. Das kam mir gerade als erstes in den Kopf. Ich weiß jetzt nicht, warum das so gewesen ist. Aber das geht bis was weiß ich was. Also alles, was euch erfreut. Es können natürlich auch Blumen sein. Es kann auch ein Blumengeschenk sein. Es kann allgemein ein Geschenk sein. Es kann eine Gehaltserhöhung sein. Es kann ein Bonus sein. Es kann wirklich eine finanzielle Hilfe auch sein. Gerade jetzt vielleicht eine herausfordernde Zeit, dass man irgendwo Unterstützung bekommt. Von der Selbstständigkeit her. Vielleicht hat man irgendeinen Topf bei einer Behörde irgendwie. Einen Topf angefressen, wollte ich gerade sagen. Nein, aber so ein Topf für sich auch da eine Lücke gefunden, dass man da noch ja draus schöpfen darf, dass man halt finanzielle Mittel annehmen darf, ne? Behördliche, die jetzt so gerade so freigegeben werden auch, ne? Um weiterzukommen. Also wirklich, was einen erfreut. Und das kann auch ein Kinderlachen sein. Es kann auch von einem Haustier irgendwas Lustiges sein oder keine Ahnung, draußen einfach spazieren gehen, das Wetter genießen, egal wie es ist, oder einfach positiv sein. Ne? Und das ist natürlich, sind das auch Sachen, die auch mit einem Partner, Partnerin oder jemand, den man neu kennenlernt, ne? So auch verbunden sein. Alles wirklich, wo wir einfach glücklich drüber sind. Und du wirst heute auf jeden Fall mindestens einen Moment haben, wo du entweder wirklich was geschenkt bekommst. Und Geschenke sind ja nicht immer nur physische Geschenke, ne? Das sage ich ja auch immer. Für mich ist auch, wenn jemand einfach mal nett ist oder kennt ihr das auch, wenn ihr einkaufen wart und irgendwer, oder ihr seid sowieso ein bisschen vielleicht schlechter gelaunt und dann fährt auch noch jemand euch in die Hacken rein mit dem Wagen oder was auch immer und dann wollt ihr euch so umdrehen und die Person ist schon direkt schon bei euch und entschuldigt sich schon 10-mal. Ich finde, sowas erfreut mich dann auch, weil ich dann immer so denke, boah, es gibt ja doch noch Menschen, die sich auch entschuldigen können und die auch lieb und nett sind. Ne? Aber es gibt auch so viele, die einfach dann einen, ne, umfahren und dann einfach weitergehen. Und dann bin ich natürlich noch saurer. Das kam mir jetzt gerade auch so als Beispiel. Aber das erfreut mich dann auch, weil ich in dem Moment für mich einfach denke, ja, es gibt auch noch, und es gibt auch dieses Bitte und Danke, was auch so, ja, so rar geworden ist. Ne? Das alles ist so selbstverständlich und man kann doch sich auch an so kleinen Sachen auch mal erfreuen. Und ich finde, das ist ganz bewusst vielleicht auch ein Signal oder ein Hinweis. Signal hört sich jetzt, nee, kein Signal, ist einfach ein Hinweis für dich. Vielleicht, dass du nochmal hinschauen darfst, auch zu den kleinen Dingen im Leben und zu den kleinen Situationen und die dir ja auch wirklich Freude bereiten. Und nicht immer, klar, wir sind natürlich jetzt auch durch das ganze Jahr jetzt auch sehr in unserer ja, ich will nicht sagen, in unserer eigenen Welt angekommen, aber so ist es ja meistens schon mittlerweile schon so. Also mit der eigenen Welt meine ich jetzt so, dass wir im Endeffekt jetzt nur noch die große Veranstaltung sehen und wir möchten dies und jenes, ne, und sehen vielleicht gar nicht so die Momente, die man vielleicht auch mal in Zweisamkeit verbracht hat oder vielleicht auch in Anführungsstrichen in Einsamkeit mit sich selber, wie viele Prozesse man dadurch auch das letzte Jahr, also dieses Jahr, jetzt wir sind ja noch in 2020, noch einen Tag oder heute und morgen, was für Prozesse
vielleicht auch in die Wege geleitet haben mit uns selber, was wir alles lernen durften und so. Natürlich, wir sind im Groll und wir wollen endlich wieder mal ein Konzert besuchen, ne? Wir wollen in Disco gehen, was weiß ich, ne? Ihr wisst, was ihr gern möchtet, in Urlaub fahren, ganz belanglos, ohne, keine Ahnung, Tests vorher, Tests nachher, Quarantäne, Maske etc. und tausend Einschränkungen, ne? Das sind so die großen Sachen und natürlich fehlen die auch, aber die Blumen sagen auch, schau dir auch wirklich die Momente, die du heute auch erfahren darfst oder bekommst, die klein sind und erfreu dich daran auch, weil ich sag ja immer, auch wenn man sich an den kleinen Dingen, Momenten, Situationen etc. erfreut, dann kann das wachsen und man ist viel dankbarer und man sieht auch viel mehr, finde ich, ne, wenn man auch für die kleinen Dinge dankbar ist und dir wird auf jeden Fall heute ganz viel, also ich spüre, dass dir viel Gutes widerfahren wird und Gutes und vieles Schönes, weil du halt die kleinen Dinge auch siehst. Und für dich ist dann auch einfach, wenn der Kaffee, den du dir selbst gemacht hast, einen schönen Schaum oben drauf oder ein Latte Macchiato oder was auch immer, dass du dich daran auch erfreust, dass du darauf aufbauen kannst. Und deswegen wirst du ganz viele schöne Momente heute haben. Und die zweite Karte, ah, da haben wir das Haus. Passt ja zu denen, die jetzt vielleicht frei haben oder die im Homeoffice arbeiten. Ich glaube, das können die meisten auch schon nicht mehr hören. Ne? Vorher war Homeoffice immer so, ich meine, ich arbeite seit 8 Jahren selbstständig, deswegen bin ich entweder au im Außen, ne, bei Unternehmen oder ich bin halt in Hotels, meine Trainings am Geben. Aber sonst bin ich natürlich auch im Homeoffice. Und viele sagen, oh, du kannst alles selber für dich planen, machen und tun. Klar, ne? Ich meine, im Homeoffice macht man das halt und muss man das auch machen. Und dieses Jahr mussten es so viele, ja, gar nicht, weil sie es unbedingt wollten, sondern weil es einfach, ja, man musste es einfach, ne? Und viele sagen, boah, ich habe gar keinen Bock auf Homeoffice, weil das ist auch etwas. Es ist nicht jedermanns und jeder Frau Sache, Homeoffice zu leben, ne? Viele haben sich danach gesehnt und fanden das toll, dass man halt zwischendurch vielleicht mal irgendwas anderes noch erledigen kann. Aber man muss auch schon sehr, sehr konsequent sein und sehr diszipliniert sein, damit man auch wirklich seine Zeit auch im Homeoffice auch wirklich auch, ich wollte gerade sagen, absitzt, aber das meine ich damit nicht, sondern wirklich auch durchgängig arbeitet. Wenn man aber effizient durchgängig arbeitet, dann schafft man viel mehr, als wenn man natürlich in einem Umfeld noch Menschen um sich hat, wo man mal kurz einen Smalltalk halt auch führt, was auch toll ist und was auch dazu gehört, ne? Das gehört ja auch zu einer Arbeitsgemeinschaft und zu einem Team, dass man sich in der Kaffeeküche oder wo auch immer mal kurz trifft, ne? Und miteinander spricht. Das ist etwas, was mir übrigens auch fehlt von meinem Job, wo ich halt auch 12 Jahre lang letztendlich für gearbeitet, für das Unternehmen. Das war immer schön. Ich war morgens mal ganz früh da, bevor meine Mitarbeiter da waren. Und es gab andere Abteilungsleiter, die auch da waren. Und dann hat man sich in der Kaffeeküche mal kurz getroffen, hat man 5 oder 10 Minuten mal gesprochen und dann ist der Tag hat ganz anders begonnen. Ne? Wie komme ich jetzt darauf? Nur weil ich das Haus gesehen habe. Ne? Aber letztendlich ist das Haus so schön, das Private. Und vielleicht habt ihr das jetzt auch so, dass ihr die Zeit noch ein bisschen in Ruhe jetzt genießen könnt. Ihr habt frei und so. Und genießt es einfach zu Hause in eurer privaten Atmosphäre. Das Haus gibt einem Stabilität, Sicherheit. Und zum Haus, zum Privaten gehört auch die Familie, ne? Also Partner, Partnerin. Aber nicht nur unbedingt die Ursprungsfamilie, ne? Sondern die Familie, die man sich selber aussucht. Das können natürlich auch Freunde und Freundinnen sein, ne? Oder Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen. Alles, was so wirklich was man wirklich in sein privates Zuhause reinlässt, das ist das. Und drumherum bekommt man dadurch auch noch mal ganz viel Wärme, Geborgenheit, Sicherheit, eine gute Gefühle, Glücksgefühle. Und man fühlt sich gut aufgehoben. Und das hast du heute auf jeden Fall, ne? Und du wirst vielleicht auch Momente haben, wo du vielleicht nicht unbedingt jetzt in dieser Zeit oder in diesem Jahr gerne zu Hause immer nur warst und hast dort gearbeitet, weil manchmal hockt man dann doch aufeinander dann auch. Aber letztendlich ist der Impuls auch dafür gedacht, nochmal drüber nachzudenken, kurz in sich zu gehen und das wertzuschätzen und dankbar zu sein, dass man ein schönes Zuhause vielleicht hat, auch wenn man vielleicht alleine ist. Aber wenn man auch die Menschen noch um sich herum hat oder einfach Menschen, die auch vielleicht weiter weg wohnen, dass man einfach weiß, die sind für einen da. Die geben einem total viel und das ist total schön. Und wenn man jetzt wirklich so sagt, es ist ein Impuls auch für mich, mal endlich mal wieder nach außen in Anführungsstrichen zu gehen, das, was halt möglich ist, vielleicht erstmal online, auch vielleicht neue Freunde zu finden, neue Community mit Gleichgesinnten, wo das Interesse da ist, damit man wieder dieses Wir-Gefühl auch hat, damit man sich wieder auch gegenseitig stärken kann. Vielleicht ist es auch nochmal ein Impuls für dich, weil die Weihnachtstage vielleicht ein bisschen trauriger waren. Und das Haus soll dir jetzt sagen, ja, aber du sollst wieder in deine Mitte kommen, in deine Stabilität.
durch wertvolle Menschen um dich herum. Ne? Und dann muss man manchmal auch dafür was tun. Das ist auch wichtig, ne? Aus einer Komfortzone mal rausgehen und vielleicht auch mal Menschen ansprechen und so. Ne? Natürlich alles jetzt anders als vielleicht sonst, aber das wird es ja auch alles wieder geben. Man kann ja schon mal kleine Meilensteine dafür setzen und schon mal sich dahin begeben, dass man sich das vornimmt, auf jeden Fall. Ne? Und die dritte Botschaft. Oh, da haben wir den Bären. Wow, was haben wir für tolle Karten. Heute auch wieder mit dem Lenny. Ja, der Bär, du bist in deiner Mitte, in deiner Kraft. Du bist die oder der Starke, der Fels, die Felsin in der Brandung, so wollte ich es gerade sagen. Denn heute ist so, die 15, der Bär, wenn ich wirklich die Karte alleine mal einfach stehen lasse, weil ich muss ja die, ich darf die Tagesbotschaften, die Karten immer im Einzelnen deuten. Ich habe links und rechts keine Karte. Der Bär steht für so viel. Ne? Der Bär steht wirklich für deine Kraft, für deine Stabilität, deinen Halt. Auch wenn dir etwas davon flöten gegangen ist, jetzt komm wieder zurück. Ganz wichtig, gib dir diese Power und die Motivation durch die Karte, dass ab übermorgen ein neues Jahr anfängt und du bist dann wieder die oder der Starke. Lässt dich nicht immer beeinflussen, lässt dich nicht von deinem Weg abbringen. Weil du bist der Bär und du kannst alles durch den Bären erreichen. Auch der Bär ist wirklich eine Machtperson. Da kommen wir auch schon drum. Vielleicht hast du heute auch ein Gespräch mit einer Machtperson, mit einem Chef, Chefin etc., mit einem Bankangestellten, Versicherungsansprechpartner. Also mit Menschen. Der Bär steht auch für Menschen, die einfach da ein bisschen was zu sagen haben. Vielleicht auch ein Vorstellungsgespräch oder so. Das kann auch sein. Oder man hat Kontakt durch Briefwechsel, E-Mail-Wechsel halt auch mit für eine neue Arbeitsposition oder für eine Projektgruppe oder so. Ne? Und da ist das so das letztendlich auch, auch wichtig. Also es sind immer Personen, die in dem Moment etwas für euch erreichen können. Es kann auch ein Sachbearbeiter, es kann auch in Anführungsstrichen ein kleiner Sachbearbeiter sein, der aber gerade euren Fall erledigt. Ne? Und es kann auch sein, dass ihr mit so einer Person heute zu tun habt. Dann kann es ganz klassisch, da würden ja wahrscheinlich welche wieder drauf warten, es kann auch Ex-Partner, Ex-Partnerin sein. In dem Orakel ist es halt so, dass im allgemeinen Orakel, dass es natürlich auch Mann und Frau sein kann. Ne? Es kann auch sein, dass es heute Gespräche mit Ex-Partner, Ex-Partnerinnen gibt. Oder du sagst dir heute, okay, diese Person lasse ich im alten Jahr, ne? Und denkst nochmal drüber nach oder suchst nochmal das Gespräch oder schreibst nochmal einen Abschiedsbrief oder so. Ne? Es kann alles auch in die Richtung gehen. Es kann aber auch eine ganz anonyme, in Anführungsstrichen, Person sein, die dir heute begegnet, eine ältere Person, wo du irgendwie von angetan bist. Und es muss nicht direkt sein, dass du direkt die Schmetterlinge spürst und die rosarote Brille aufsetzt, was aber auch sein kann, da will ich gar nicht jetzt streitig machen. Aber es kann einfach sein, dass man sich gut versteht mit dieser Person und dass man daraus auch etwas entwickeln lässt, wohin auch immer diese Entwicklung geht. Es kann auch eine Freundschaft werden oder so. Der Bär ist so ganz, eine ganz, ganz aussagekräftige in verschiedenen Richtungen Karte. Deswegen habe ich jetzt mal versucht, die kann auch letztendlich, und es steht auch manchmal für den Vater, ne? Das ist immer je nachdem, wenn ich eure Karten für euch lege, dann betitel ich die Karten ja auch dementsprechend so, wie es zu euch passt. Ne? Also bevor ich mische oder beim Mischen, gebe ich den Karten diese Hinweise. Und deswegen kann der Bär auch ein Vater sein oder Schwiegervater. Und jetzt, dadurch, dass es ein allgemeines Orakel ist, kann das auch Schwiegermutter oder die Mutter auch sein, ne? Weil wir es hier ummünzen müssen. Wir gucken ja jetzt hier für Frauen und für Männer und deswegen normal ist der Bär an sich, wäre der Vater oder Schwiegervater. Ne? Aber das ist so, bei einem allgemeinen Orakel münze ich das auf männlich und weiblich, da gucken wir jetzt nicht drauf, sondern es kann auch so sein. Also sehr, sehr vielfältig der Bär. Ich hoffe, du konntest irgendeine Erklärung oder Hinweis für den Tag, was den Bär betrifft, mal mitgeben. Mir kam es heute so, dass ich mal alles sage. Manchmal konzentriere ich mich auf eine Botschaft, vielleicht nur auf die Kraft des Bären. Aber heute war mir so, dass vielleicht alles oder viele Situationen bei euch vielleicht auch anders sind und ihr genau darauf jetzt den Bären auch münzen könnt, auf eure passende Situation. Sonst habe ich mich sehr kompliziert ausgedrückt, ich weiß. Aber manchmal ist es halt so, dann sage ich nur eine Botschaft, dann ist das aber auch, dann reicht das auch. Ne? Dann reicht es, dann ist der Bär in dem Moment wirklich einfach so, ja, die und die Person oder wie auch immer. Und manchmal, wie heute, versuche ich euch mehrere Facetten mitzugeben.
und versuche euch da ein bisschen kirre zu machen. Nein, das war jetzt nicht mein Ziel. Ich hoffe, wenn ihr es heute Morgen schaut, dann wünsche ich euch einen ganz tollen Mittwoch. Habt nicht so viel Stress. Wochenmitte ist wieder angesagt und ja, übermorgen fängt ein neues Jahr an. Auch wieder so, so heftig. Aber ich freue mich drauf. Und lasst uns alle darauf freuen und positiv nach vorne schauen. Dicken, lieben, fetten Drücker von mir. Bis morgen. Tschüss.